Guten Morgen, es ist 7 Uhr in der Früh und wir starten mein aufgebrauchtes Video für Januar 2017. Ich habe die liebe Jenny Beauty by Miss Curly Jen gefragt, ob ich auch diese Serie so machen kann, so wie sie das macht. Also sie filmt, wenn sie Zeit hat und dann schneidet sie alles in einen Clip und das war's. Das werde ich auch machen, weil ich möchte eigentlich nicht mehr, also Ende Februar ziehen wir um. Und deswegen will ich nicht meinen ganzen Müll so sammeln und mitschleppen und so weiter. Deswegen, ja, 5 Minuten, 10 Minuten, so wie ich Zeit habe, werde ich drehen und am Ende werde ich alle Clips zusammenschneiden und das war's. Ja, und dann fangen wir gleich an. Ich habe diese Handcreme aufgebraucht von Weleda, Nachtkerze, revitalisierende Handcreme. Bla bla bla, Naturkosmetik. Hier sind 10 Milliliter. Ja, das ging sehr, 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 sehr schnell. In 3 Tagen war sie leer. So schaut's aus. Riecht noch. Also, ja, die riecht nach Kerze, aber die Maske, Nachtkerze Maske, die riecht ein bisschen zitronischer. War noch eine Anwendung, habe mir jetzt die Hände damit eingecremt. Ich fand sie so mittelmäßig. Also, die enthält Alkohol, soweit ich mich erinnern kann. Ja, an 1, 2, 3, 4, an fünfter Platz enthält sie Alkohol. Die Hände fühlen sich gepflegt, aber nach 10 Minuten möchte ich mir wieder die Hände eincremen. Deswegen, ja, die sind relativ teuer, würde ich sagen, für eine Handcreme. Ich glaube, so eine Mini kostet 1 Euro, 1,50 € und die großen kosten um die 4 Euro. Ich bin froh, dass ich das testen dürfte, natürlich. Dankeschön dafür. Aber ja, würde ich mir nicht nachkaufen. Es gibt bessere Handcremes in der Drogerie. Florena zum Beispiel. Ich finde Florena als Marke unglaublich gut. Aufgebraucht Penaten Baby Lotion. Ja, sieht so aus, 500 Milliliter. Das habe ich zusammen mit meinem Sohn aufgebraucht. Also er hat sich damit vielleicht zwei, dreimal eingecremt und ich der Rest, weil er mag sich nicht eincremen. Also wenn seine Haut richtig, richtig trocken ist, dann er muss. Ich tue ihm zwingen. Es muss so sein, aber sonst mag er sich nicht eincremen. Und ja, ich habe es aufgebraucht, war ja eine gute Pflege, aber wir brauchen das nicht mehr. Penatenprodukte finde ich, ich finde die Bübchensachen viel besser. Aussortiert, nicht aufgebraucht, der Rival der Rupt Free Kick Make-up. Schaut so aus, es ist noch bis hier voll, ich wollte es aufbrauchen, aber die Farbe ist mir zu dunkel, also. Ich könnte es wahrscheinlich im Sommer aufbrauchen. Es ist die Farbe 01 Natural, also heller gibt es nicht. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht im Sommer, aber nee, im Sommer möchte ich. Ich habe viele andere Foundations, was mir besser gefallen und deswegen tue ich das aussortieren. Meine große Liebe, die Shabens Augen- und Lippenmaske. Ich kann nicht ohne, wenn die aus dem Sortiment geht. Ich weiß nicht, ob ihr aufs Deutsch diesen Spruch habt, aber bei uns sagt man, Köpfe werden fallen. Also da diskutiere ich nicht, da gibt es Ärger. Also ohne diese Creme kann ich nicht. Ich versuche immer wieder, ich probiere immer wieder andere, aber die ist meine große Liebe und immer wieder kommt ein oder zwei in meinen Einkaufskorb. Ich darf nie ohne diese Creme bleiben. Mitternacht Schwarz Simply Cold, das Original Textilfarbe. Ich zeige euch das, weil ich habe. Mein Mann hat sich ein Pullover, ich weiß nicht, er war verfärbt und ich habe es damit eingefärbt, also schwarz. Es war in Ordnung, aber es war auch nicht der mega, mega, mega Effekt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe noch den alten Verpackung gehabt. Ja, es war die gleiche Marke, Simply Cold. Ja, das hat 4 Euro gekostet, 3,25 €, 3,95 €, keine Ahnung, aber ja, es ist ein mittelmäßiges Produkt. Ich würde es nicht unbedingt nachkaufen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Davon habe ich zwei Baby Dream Zartcreme
Die habe ich für meinen Körper benutzt, weil, wie gesagt, der junge Mann mag sich nicht eincremen. Es war eine tolle Creme. Es hat ja fast nach gar nichts gerochen. Also, das war so ein leichter Duft. Ja, und 150 Milliliter waren hier enthalten. Die habe ich als Bodylotion benutzt. War in Ordnung, aber ja, jetzt brauchen wir sowas nicht mehr. Noch ein pflegende Milch, reichhaltig mit Nachtkerzenöl. Ja, Penaten wieder. Ja, für mich. Also, die habe ich so zusammen mit meinem Sohn benutzt. Also, immer wieder habe ich etwas anderes probiert, da wir das auf Vorrat gehabt haben. Aber er mag sich nicht einkremen und Punkt. Deswegen hat die Mami das auch gebraucht. Ja, ein Milch. Also, das war ein bisschen flüssiger. Pflegewirkung, ja, es ging. Aber für Winter, ja, also, ich würde es nicht empfehlen für jemanden, der trockene oder sehr trockene Haut hat. Für Kinder, ja, die haben weichere Haut. Isana Body Creme Ultra Rich mit Sakura Blossom Extrakt. Ja, das hat relativ gut gerochen, also so blumig, leicht. 300 Milliliter waren hier, habe ich euch gezeigt, waren hier enthalten. Ja, muss ich nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Ich weiß nicht, diese Isana, also diese Pots, die sind nicht so pflegend und ich lerne es nie. Aber was richtig pflegend ist, sind diese 1 Euro Bodylotions von Isana in der Tube. Ich habe schon mal gesagt, die mit Olivenöl, die ist unglaublich gut und riecht unglaublich sauber. Das ist, ja, das muss man probieren. Aber die nicht. Also die kosten um die 2 Euro und die sind nicht so pflegend als diese. Also die mit Olivenöl, wer trockene Haut hat, egal Sommer, Winter, kauft ihr euch das. Altera Natur Kosmetik 2-in-1 Reinigungsemulsion mit Gletscherwasser aus der Schweizer Alpen. Das ist die eigene Marke von Rossmann. 125 Milliliter waren hier drinnen. Bestandanteile gereinigtes Wasser, pflanzliches Glycerin, Alkohol und so weiter. Also es ist ein bisschen austrocknen, wenn wer trockene Haut hat, aufpassen. Ich fand es in Ordnung, aber ja, ich bin nicht so der Reinigungsemulsion-Typ. Ich möchte, was ich jetzt machen möchte, ist alles, was Reinigungsemulsion, Milch und was weiß ich, also alles, was nicht Öl ist, möchte ich jetzt aufbrauchen und dann werde ich meinen Spaß haben mit meinem Rivalde Loop Reinigungsöl, der aus dem Sortiment gegangen ist und dann wieder reingekommen und dann wieder rausgegangen. Und jetzt ist wieder raus. Also ich habe gestern angeschaut im Rossmann, da war keiner. Aber ich habe noch 15 Pickups. Dafür freue ich mich. Ja, ja, ich bin ein bisschen blemblem in der Früh. So, also ja, wer sowas mag, kann sich gerne sowas kaufen. Ja, das ist leer gegangen. Ich weiß nicht, warum ich euch sowas zeige. Ich glaube, das habe ich im Woolworth gekauft. Hier riecht sie nach was. Aber ins Badezimmer und ich habe also Badezimmer hin. Unser Gästeklo, das ist nur ein Klo und ein Waschbecken. Da habe ich nichts davon gemerkt, werde ich mir nicht nachkaufen. Altera Naturkosmetik und ja, das war's mit Bodylotion. Die waren alle angebrochen und ich musste die aufbrauchen. Reichhaltige Körpercreme, Bio-Granatapfel und Bio-Shea-Butter für sehr trockene Haut. Naja, also. Ja, für sehr trockene Haut. Also für normale Haut war es in Ordnung, aber so mega pflegend war sie nicht. Der Duft war in Ordnung. Hatten dieser Naturkosmetik-Nachgeruch, würde ich mir nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Fußbalsam von Fußwohl, Rossmann, leichte Feuchtigkeitspflege mit Menthol und Eukalyptusöl. Ist in Ordnung. Ich habe schon mehrere davon aufgebraucht. 20 Milliliter waren hier drin. Aber dieser Mentholgeruch, das kotzt mich so an. Also ich hasse es. Ich weiß nicht, wer mit dieser Idee gekommen ist. Füße müssen nach Minze riechen oder ja, das ist dieser Kühleffekt oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber Füße müssen nicht nach Minze riechen, weil Füße, Schweiß mit Minzegeruch. Also nee. Ich würde mir das nicht nachkaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich noch Proben davon habe. Keine Ahnung. Ich werde alles aufbrauchen, was ich noch habe. So schaut's aus. Und dann ist Schluss. Nee. Noch aussortiert der Fresh Kick Make-up in Rose Beige 02, auch von Rival de Lubian.
Den habe ich nur getestet, ist mit Pumpspender, finde ich großartig. Aber wenn der Natural, also 01, ist mir zu dunkel, dann der wird mir mega dunkel sein. Ich werde es versuchen, bis zur Umzug ein paar Sachen zum Aussortieren, was noch benutzbar ist. Und ja, am Ende würde ich sagen, wer Interesse an diese Produkte hat, kann sich melden. Aber sonst fliegen die in die Tonne. Noch ein Produkt, der ganz neu ist und versiegelt noch. Es ist dieser Dream Nude Schaum Make-up in Nude 21. Ich würde es nicht benutzen. Also ich habe andere Sachen, was ich benutzen möchte. Und ja, das werde ich aussortieren. Schaum Make-up. Ich komme ein bisschen schwer zurecht mit Mousse-Make-up, also mit Schaum, muss man schütteln, es ist nicht so meins und es ist neu und immer noch versiegelt, deswegen, ja, würde ich aussortieren. Aufgebraucht Gesichtswasser, das war mein letzter Synergen, klärendes Gesichtswasser für Mischhaut, Fruity Flirt, ich glaube, das gibt noch, also eine andere Verpackung, auch mit Grün, wahrscheinlich eine andere Formulierung. Es ist für Mischhaut, aber ich habe normale Haut. Es ging sehr gut. Es war ein tolles Produkt, aber ja, Alkohol an zweiter Stelle. Also ja, natürlich Mischhaut, muss man ein bisschen die Pickel austrocknen und so. Aber wer trockene Haut hat, soll das nicht versuchen. Steht Mischhaut drauf. Duh. Trotzdem, ja. Es war ein tolles Produkt. Also mir hat es gut gefallen, hat alles gereinigt. Also auch nach dem Reinigungsmilch oder Reinigungsöl, was ich noch Reste gehabt habe oder in der Früh, Öle und alles hat es super gereinigt. Also ich kann mich nicht beschweren, fand ich toll. Würde ich mir auch sogar nachkaufen, aber ich habe genug. Aussortiert Catrice Lip and Color Cheek Limited Edition Neo Geisha. Ja, das werde ich aussortieren. Es schaut so aus. Ich habe es vielleicht einmal benutzt und nee, es ist nichts für mich. Schaut so aus. Es ist mega pink und das ist nicht das Problem. Ich komme einfach nicht zurecht mit Cremeprodukten und das wisst ihr schon. Und ich werde mich nicht mehr quälen damit. Also, nee. Das gleiche geht mit Essence Come to Town Cream Blush. Es schaut so aus. Also viele kommen damit sehr gut zurecht. Es ist mega weich, butterig weich. Es schaut so aus. Mehr rot. Aber ich komme mit Cremeprodukten nicht zurecht. Ich tue mich quälen, wie heißt du? Den Cream Highlighter von Essence zu aufbrauchen, dieser in so ein Fähnchen groß ist. Ich habe ein Hitterpan und ich tue mich damit quälen. Ich möchte es aufbrauchen, einfach und fertig. Aber ich bin nicht der Creme-Produkt-Typ, deswegen tue ich das auch aussortieren. Aussortieren werde ich dieser, wie heißt du, The Cheek of It Highlighter Stick. Das kommt gleich in den Müll. Da ist nicht mehr viel drinnen, nur so viel. Aber ich sehe nichts, also auf meine Hautfarbe sehe ich nichts. Es ist irgendwo hier, so merkt man ein bisschen, aber wenn man das verblendet, es ist nichts. Also entweder trage ich das oder nicht, es ist das Gleiche und nee, werde ich aussortieren. Ich wollte es aufbrauchen, aber das geht nicht. Aussortiert Elf Duo Eyeshadow Cream. Schaut so aus, es sind zwei schöne Farben. Ich könnte es aufbrauchen, also ja, ich könnte es aufbrauchen, aber ich habe genug andere Produkte, was mir besser gefallen und deswegen, nee, ich greife nie zu, deswegen kommt das, jetzt sehe ich lecker aus, deswegen kommt das auch im Müll, weil das ist nicht mehr so neu. Rosy Beige 030 Catrice Camouflage. Das ist mir viel zu dunkel. Und deswegen wird das aussortiert. Also man merkt das hier, das ist mir viel zu dunkel. Vielleicht könnte ich das im Sommer benutzen, aber bis in der Sommer, da trage ich fast, also nur eine BB-Cream, wenn schon, oder CC-Cream.
dann das war's. Oder nur Gesichtscreme und vielleicht ein bisschen Puder. Ich brauche Camouflage im Sommer nicht. Es ist mir zu dunkel, deswegen kommt das weg. Rexalin, Hydra Volume Serum, Jeunesse Hyperhydrating Rejuvenating Serum 5x plus. Es war so eine Probe, 10 ml. Ich weiß nicht mehr, wovon ich das ergattern könnte. Also, es war in ein Tauschpaket, es war in ein. Ich weiß es nicht mehr. Also, es war ein tolles Produkt. Wollte ich euch zeigen, also mit dieser Pipette, aber das war so dickflüssig, es hängt noch was. Es war so wie eine Creme, also eine Konsistenz von einer Creme. Und es ging sehr schwer in diese Pumpe rein. Und auch zum, also am Ende habe ich das so gelassen und damit eingerieben, ein. Nee. Ich habe damit mit diesem Applikator gekratzt, sozusagen, da, dass ich die Reste rausbekomme. Sehr tolles Produkt. Also super. Also meine Haut hat es so geschluckt. Aber ja, soweit ich weiß, sind Direktsalein-Produkte sehr, 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 sehr teuer. Sehr, sehr. Ja, es geht um, was man verdient. Also wie viel Geld will man dafür ausgeben. Wer trockene Haut hat, wer Haut mit Problemen hat, wenn ihr die Möglichkeit habt, testet das. Es ist super, super toll. Also meine Haut war mir sehr dankbar, muss ich ehrlich sagen. Und es war eine tolle Konsistenz, also wie eine Creme. Man kann das auch ohne eine andere Creme verwenden, meiner Meinung nach. Sehr pflegend, sehr toll. Würde ich mir nachkaufen, aber ist ein bisschen teuer. Olas Regeneris erneuertes Nachtelixier. Es war eine Probe mit 7 ml. Ich habe es nicht aufgeschnitten, weil das war so ein Gel, sehr flüssig, was ruckzuck aus der Tube rausgekommen ist. Und deswegen habe ich das nicht aufgeschnitten. Wie gesagt, fand ich toll. Und ich glaube, ich habe noch zwei, drei Proben davon und ich werde die auch aufbrauchen. Und ja, also. Hat gepflegt, es war sehr leicht auf die Haut, weil er diese gelartige Konsistenz hat. Sehr, sehr leichtes Produkt und trotzdem pflegen. Also kann ich empfehlen. Und ich finde, Olas, ich höre Leute, die sagen immer, dass Olas Produkte so Oma-Produkte sind. Nein, ich finde es nicht. Ich finde die sehr gut. Aufgebraucht von meinem Project Nails, from Just Cosmetics, in Love with Nails. 060 Pistachio Cream. Es war eine tolle Farbe. Ähnelt den Mint Candy Apple Mint. Wo kann es sein? Von Essie. Ja, man merkt, es ist leer. War in Ordnung, aber muss ich nicht nochmal haben. Orly Charge Up. Es ist auch leer, auch von meinem Projekt Nagellack. Ich habe noch ein Backup davon. Es ist ein Mini-Nagellack. Es war. Mein Magen. Es war sehr, 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 sehr schön. Ich mag lila. Ihr merkt auch, meine Vorhänge sind auch lila. Und ja, tolle Nagellacke von Orly. Kiko 339. Schaut so aus. Eine sehr tolle Farbe, aber leider sehr dünn. Ich bräuchte 3 Schichten davon und nach maximal 1,5 Tage, also 24 Stunden, hatte das Drama schon angefangen. Also Chips, Chipped. Gechippt Nails, also ja, dass das sie ein bisschen, ihr wisst, was ich meine, dass es ein bisschen weggeht. Und ja, würde ich mir nicht nachkaufen, also diese Farbe, weil die zu flüssig war. So, das war der erste Aufschnitt und wir sehen uns beim die nächste. So, und jetzt kommen meine dekorative Kosmetikartikel. Melanie, Jenny und Tabea, wir machen alle beim Opella, beim dieser 52 Produkte, also ein dekoratives Kosmetikprodukt für jede Woche in diesem Jahr, in 2017. Und bei mir sind leer gegangen nochmal der Hazel Minat in 15, der Lidschatten. So schaut's aus. Und weil ich den als Konturfarbe nehme, würde ich das nur als halbes Produkt zählen, weil wie gesagt, ne? Halbes Produkt.
einen weißen Kajal von Maria Lopez, glaube ich. Nee, der macht keinen Spaß mehr zum Anspitzen und deswegen zählt er als aufgebraucht. Was ich nicht mehr verwenden möchte, ist diese Ada, wie heißt du? Eyeliner, der ist relativ alt, der ist schon gut benutzt, zählt nur als halbes Produkt. Der ist relativ alt und ich möchte nicht auf meine Wasserlinie noch verwenden. Also wir haben jetzt zwei Produkte. Essence Naughty Girl Eyebrow First. Ich habe noch eins davon, den nehme ich immer hier vorne nur. Ist aktuell, ja, der gibt keine Farbe mehr ab. Ist Schluss damit, zählt als ein Produkt. Douglas Eye Endless Mini Mascara Intense Black. Es war in einem Adventskalender vor 2 Jahren, glaube ich. Es schaut so aus. Es hat eine riesige Bürste. Ich bin nicht damit klargekommen. Ja, ich habe viel damit zu kämpfen gehabt und nee, mag ich nicht. Würde ich mir nicht nachkaufen. Ein Eyeliner ist leer gegangen, der Easy to Use Eyeliner Pen von Essence. Ich weiß nicht, ob der jetzt im Standardsortiment gekommen ist oder ist er, ja, der malt jetzt grau. Das sind so Borsten, also dieser Pinsel ist aus Borsten, es ist keine Filzstiftspitze. Ich weiß nicht, ob der im Sortiment, im Standardsortiment ist, aber der war sehr gut. Eine super Mascara von Facet. Ich glaube, das ist für. Ich habe es aus einem Tauschpaket oder keine Ahnung mehr. Das war super toll. Das war echt toll. Also, die hat mir so lange Wimpern gemacht und das war echt gut. Würde ich mir nachkaufen, aber ich weiß nicht wovon und wo das gibt. Aber das war eine echt tolle Mascara. Und die beiden zähle ich insgesamt als ein Produkt. Das ist auch so ein weißen Eyeliner-Stift. Ja, es ist nicht komplett aufgebraucht, aber der ist relativ alt bei mir. Und diese P2 Glow Up Your Eyes. Das habe ich als Eyeshadow Base benutzt, deswegen, und ich kann ihn nicht mehr anspitzen. Ich habe es mit einem, wie nennt man das, mit einem Cutter, ja, mit einem Tapetenmesser gespitzt, weil der ist sehr, 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 sehr dick. War sehr gut als Eyeshadow Base und ja, weil zweckentfremdet und nicht ganz leer, dann zählt das als ein Produkt. Also insgesamt dekorative Kosmetik, aufgebraucht Produkte 1. 2, 3, 4, 5, 6 und ja, 7. Gut, das war's. Nächsten Cut kommt gleich. So, und noch ein Teil. Zwei Sachen. Ich trage eigentlich kein graues Lidschatten. Es ist die. Ich habe diesen Gel Eyeliner von Essence zweckentfremdet, das ist schwarz und mit einem Lidschatten bin ich drüber gegangen. Ich wollte ihn wegschmeißen, weil er ein bisschen eingetrocknet ist, aber dann habe ich mir gedacht, ja, warum, du kannst ihn zweckentfremden, deswegen ja, ein bisschen smoky. Und noch eine Sache, viele haben mich unter meine Videos gefragt. Ich habe irgendwas auf die Lippen gehabt, das war so dunkelrot. Und es war, ich habe gesagt, es ist ein Lippenstift von Kat Von D, ein Liquid Lipstick. Und es war der Leo von Kylie Jenner. So, machen wir weiter. Feuchttücher von Müller. Beauty Baby, die sind in Ordnung, aber nicht, wenn ihr Mini-Babys habt, also kleine Babys, die viel flüssiger Kacke machen. Dann sind die nichts, weil die sind viel zu dünn und dann habt ihr die Hände voll. Ich zeige immer wieder nach diese Denkmit-Feuchtigkeitstücher. Ich habe noch eine von der limitierten Edition. Ich habe gesehen, bei uns im DM gibt es die noch, also diese LE.
Eine Tarte aufgebraucht, die Shea Butter. Ja, ich habe den Sticker gerissen, aber es ist diese Shea Butter von Yankee Candle. Und die riecht so sauber und lecker und ja, einfach gut. Nivea 3-in-1 pflegende Reinigungstücher für Augen, Lippen und was weiß ich, Gesicht. Die waren in Ordnung, aber die nehme ich meistens für Swatches. Sehr selten, wenn ich mich richtig patze oder was weiß ich, richtig dreckig mache. Sonst brauche ich sowas nicht. Ein super Produkt, Kneipp glückliche Auszeit. Es ist einer meiner Favoriten, also als Duft, als Badeschaum, als Duschgel, als Parfüm. Als Parfüm ist das dieser Flower von Kenzo. Unglaublich gut. Es war rot, eine rote Flüssigkeit. Ich habe es abgespült, jetzt merkt man gar nichts mehr. Aber es ist ein tolles Produkt und es schäumt sehr schön und unglaublich. Nur das Wasser war rot. Ja, man hat gedacht, es ist diese That Time of the Month. Balea sanfte Waschcreme mit wertvollem Mandelöl, trockene und sensible Haut. Habe ich mal an meine liebe Sabrina bekommen. Sehr tolles Produkt. Sanft, genauso wie das steht drauf. Sanfte Waschcreme, sehr, sehr schön. Ich habe mir gedacht, es ist ein Peeling drinnen, aber das waren Ölperlchen und ja, es war pflegend. Die Haut war nicht trocken. Sehr tolles Produkt, könnte ich mir nachkaufen. Noch Lea Isana Sunny Fruits limitierte Edition gibt es nicht mehr. Die sind toll. Also würde ich mir nachkaufen, aber nur zum Swatches entfernen, weil ich tue mich anders mit anderen Sachen abschminken. Acendra Hand and Nail Cream ist leer gegangen, 60 Milliliter mit ja, Sweet Damson. Also es ist mit Pflaumenduft. War in Ordnung, aber nur für die Leute, die keine trockene Haut haben. Sonst, no, sonst ist die nichts. Sehr leichte Pflege für Sommer vielleicht oder für die Arbeit, wenn man danach etwas ja, mit Papier oder Tastatur arbeitet, dann ist sie gut, weil die ist schnell eingezogen und keine fettige Rückstände gelassen hat. Swiss Opal Glanz Haarkur. Ja, man sieht sowieso nichts. Ich habe es versucht, die komplett abzuspülen, aber es ging nicht. Ja, es war okay, aber ich habe viele bessere gesehen. Ich habe noch ein paar, die werde ich aufbrauchen. Ich habe keinen Mega-Effekt auf mein Haar gesehen und ja, ich glaube, die sind allgemein nicht so gut. Isana Badesalz, Mandarine, Buttermilch. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die alte Verpackung. Es ist einer der besten Düfte, was Isana rausgebracht hat. Und ich hoffe, das bleibt immer wieder im Sortiment und wird nie rausgenommen. Und es ist top, wer das noch nie probiert hat. Es ist echt schade. Rivalde Loop Augen-Make-up-Entferner, ölhaltiger, zwei Phasen schütteln. Es ist mein Top. Ich kaufe mir, wenn die in Angebot ist, egal wie viele noch ich noch zu Hause habe, kaufe ich mir ein, zwei auf jeden Fall. 99 Cent, unschlagbar, best, top, alles. So, von Göbel Hotels, ein Shampoo ist leer gegangen, hat sehr schön nach Mandel gerochen, hat die Haare sauber gemacht und das war's. Mehr muss ich nicht dazu sagen. Noch eine Tarte, die Aloe Water ist leer gegangen, ein sehr toller Duft, einer meiner Favoriten. Ja, es riecht so sauber, so frisch. Oh, ihr müsst die auf jeden Fall testen. Diese beiden sind leer gegangen. Nachtkerze, Duschgel und Bodylotion. Duschgel habe ich zweimal benutzt, Bodylotion einmal hat es gereicht. 20 Milliliter jeweils. Die Bodylotion war nicht unbedingt pflegend. Von Duschgel habe ich nicht viel erwartet, nur dass er sauber macht und dass er schön duftet. Leider, es duftet nach dieser Naturkosmetik, was ich nicht mag. Und deswegen würde ich mir nicht nachkaufen, aber ich bin froh, dass ich das testen dürfte. Noch eine Blackhead Export Strip Maske. Es ist diese schwarze Maske, was alles rauszieht. Also nach 30 Minuten muss man das peelen. Also muss man, damit muss man aufpassen. Also nicht in die Haare oder hier, wo man so Fussel hat, weil sonst ist das wie nennt man das? Wie Kaltwachsstreif. Also so.
Ja, so ein Effekt ist das. Aber es ist eine tolle Maske, es zieht alles raus. Dann habe ich Olas Regeneris Skin Tone Perfect in Cream noch ein Sample leer gemacht, aufgeschnitten und alles rausgekratzt, ist nichts mehr da. War in Ordnung. Oil of. Donald, wo bist du? Olas Regeneris, also die alten Oil of Olas, die sind echt super. Dann habe ich aussortiert, nicht aufgebraucht von Zeta Pharmaceutical, keine Ahnung. Matiton Oki, so eine Lidschatten in Pearl, also ja, aber der ist eingetrocknet. Deswegen kann ich mir ihn nicht mehr gut verwenden. Und ich sortiere aus den Gouache wie nennt man das? Eyeshadow? Nee. Kajalstift, der ist sehr schön, es ist schwarz mit Glitzer, aber den habe ich in meiner Sammlung seit 7 Jahren mindestens und möchte ich nicht mehr verwenden. So, das war's mit meinem Aufgebrauch-Video. Ich kann meinen Müll wegschmeißen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.